Das ist Robo City. Während die meisten Roboter glücklich und zufrieden genau die Aufgaben verrichten, für die sie auch konstruiert worden sind, will eine lieber etwas anderes machen. Stina, die Kaffeemaschine. Stina hatte überhaupt keine Lust, ihr ganzes Leben lang Kaffee zu kochen. Sie wollte viel, viel lieber Polizistin werden. Sie wollte knifflige Fälle lösen und Verbrecher jagen. Aber das ist gar nicht so leicht, wenn man das Fließband nicht als Polizeiroboter verlassen hat. Erst als das Kaffeeöl knapp wird und dann auch noch eine große Verbrechenswelle über Robo City schwappt, kommt Stinas Chance. Hey, wo wollt ihr denn hin? Was hat es mit dem mysteriösen Tentakelarmverkäufer auf sich?